So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Pupsi hat letztens was gesehen beim Einkaufen gesagt, guck dir das mal an, ne? Hab ich gedacht, was ist das denn, ein Stück Kuchen oder was? Brauche ich doch nicht, bin auch der herzhafte Typ. Nein, es war Döner. Döner in einer Kuchenform, ein Aufbackdöner. Ist das jetzt neu, ist das was Besonderes? Es gab ja damals auch immer schon so Aufback-Baguettes-Döner-Art oder halt Döner-Taschen-Döner-Art oder Döner-Döner-Art, einfach mit Döner. Und dann habe ich gesehen, auch der Holle hat irgendwie ein Video drüber gemacht. Der Backofen-Döner, die Revolution. Ich habe das Video nicht geguckt, aber weil der ja immer der Dönermann ist, des Vertrauens, und der den getestet hat, habe ich gedacht, naja, machst du halt mal ein Video drüber. Das Ding steht jetzt schon seit ein paar Wochen im Kühlschrank, ist er jetzt auch schon abgelaufen. Verzehrfertig, 12 Minuten im Backofen steht hier oben. Das ist das Erste, was mich anlacht, wenn ich hier an der Verpackung mal so Stück für Stück weitergehen will. Habe ich als Zweites die Dönerrevolution von was heißt das denn? Alzarto, dachte ich. Nee, das heißt Alzafo, der sieht aus wie der Ziegenpeter, von dem ist das. Dann habt ihr hier die halbe Dönertasche drauf abgebildet. Backdöner, ist ja keine Dönertasche. Und dann steht da frischer Dönerback. Also es ist kein Backdöner, es ist ein Dönerback. Das ist wieder mal ein Unterschied, ne? Sieht wie gesagt aus wie hier so einfach ein Kuchen. Ohne künstliche Konservierungsstoffe. Gebackene Döner-Tasche mit gegrilltem Hähnchenfleisch, Salat und Kräutersoße und eine Schutzatmosphäre verpackt. Dann steht unten nochmal drauf, 10 bis 12 Minuten im vorgeheizten Backofen. Habe ich jetzt angemacht, Umluft, Ober-Unterhitze. Ich mache immer alles mit Ober-Unterhitze. Das ist hier 18.09. ist das Datum. Aber das ist auch wurscht, denn ich möchte es jetzt mal hier rausholen irgendwie. Muss hier vorne hochdrücken, oder? Ach nee, warte mal, hier ist eine Lasche. Hier ist eine Lasche und da kannst du dann, das ist aber, das haben sie gut fest zugemacht, dass du das nicht aufmachen kannst. Hä? Doch, jetzt, warte, jetzt ist es ein Stück aufgerissen, ist alles verklebt, richtig zugeschweißt. An der Lasche, ein Ding, eine Ecke ist schon oben. Du hast halt kaum Fläche, um das irgendwie festzuhalten, das ist halt ultra brutal, aber dadurch bleibt es ja wenigstens frisch, hoffe ich. Jetzt haben wir es hier auf, der Deckel ist ab, wir haben das Ding hier drin, fest sich jetzt ja schön teigig an, man merkt unten drunter ist es fest und hart, dazwischen ist ein bisschen Luft, deswegen kannst du das hier immer so reindrücken. So, wir riechen mal dran, es riecht auch einfach wie ein Dürüm und wie eine Dönerrolle, wenn du die hast und riechst draußen dran rum, weil du halt am Teig riechst, aber riechst die Zutaten durch. Und dann muss jetzt das noch ab, der Boden, dann habt ihr hier halt richtig so eine Döner-Tasche, die ihr dann hoffentlich so in die Hand nehmen könnt. Ihr könnt es auch als euer Gehirn benutzen, das könnt ihr dann da oben reinsetzen, das passt auch bestimmt perfekt in die Mütze. So, guck, jetzt ist es in der Mütze, das funktioniert auch, aber darum geht es jetzt nicht. Wir wollen das mal im Backofen jetzt erhitzen, dann mal aufschneiden, dann mal probieren. Und für den besonderen Effekt habe ich hier noch die Marke Bauer Dunnakill Hot Sauce Erder Ale, die es so gar nicht mehr zu kaufen gibt in dieser Variante. Denn die hatte noch 1,5 bis 2 Millionen Scoville. Weil die muss auch mal weg. Die hat hier die Arafat Edition, ne? Damit eben oben man nicht so dran fest und dann so kaputte Hände kriegt von der heftigen Soße. Aber erstmal den Dönerback in den Backofen und dann aufschneiden und gucken. So, der Döner ist fertig. Ich habe den jetzt mit dem Backpapier vom Backblech auf den Teller gelegt. Wollte dann das Backpapier entfernen, habe den einmal rumgedreht, das Backpapier gelöst. Da kam mir schon der ganze Boden entgegen. Das heißt, es ist irgendwie ein bisschen komisch. So sieht er jetzt aus. Der liegt hier, der ist fett. Hier haben wir jetzt die Packung. Fürs Thumbnail müsste man das so vielleicht reinhalten. Weil so mein Gesichtsausdruck sagt schon so, wie es ist. Ich finde es gerade ein bisschen merkwürdig. Also hier oben, das ist jetzt ein bisschen fester. Du kannst das jetzt hier anheben, das ganze Ding. Guck mal da rein. Du hebst das an. Da ist das ganze Dönerfleisch drin. Da ist jetzt hier Kraut drin. Da ist Kräutersoße drin. Das sind Zwiebelchen. Sieht das gut aus? Sieht das gut aus? Sieht das nicht gut aus? Es dampft auf jeden Fall.
Und das Ding hier kannst du eigentlich komplett abreißen. Jetzt ist es hier wie ein Stück Kuchen, wo du mit Messer und Gabel vielleicht ein bisschen was isst. Also so soll das bestimmt nicht sein, aber jetzt ist es so. Und ich habe ja wie gesagt meine Soße hier, aber irgendwie versuche ich das jetzt mal ein bisschen noch zu zerteilen, das Innere mir anzugucken, weil innen ist ja auch nochmal Kraut, da ist Fleisch, es dampft alles sehr, aber dass das jetzt so komplett zerfallen ist, ist halt komisch, dass du das jetzt einfach abnehmen kannst und der Rest bleibt so, wie er ist. Wir können aber mal einzelne Komponenten probieren. Wir können ja mal außen in diese Brotschale reinbeißen und gucken, wie die schmeckt. Also das ist sehr teigig auf jeden Fall, aber hat trotzdem irgendwie eine sehr knusprige Note auf einmal. Innen drin ist es schmierig, ist also nicht zu trocken, ist interessant, aber irgendwie auch gewöhnungsbedürftig. Wir können uns mal ein Stück Fleisch, was hier drin rumfliegt, nehmen, das mal rausziehen, dass wir jetzt einfach nur mal direkt das Fleisch probieren, was hier in dem Deckel drin hängt. Also das Fleisch schmeckt erstmal sehr unscheinbar und irgendwie war da jetzt was richtig Weiches, wie so Fett, so Fettpölsterchen, was durch die zwischen den Zähnen bei der Zunge so sich durchgeschlurpt hat. Also, ja, keine Ahnung, da muss ich mal weiter gucken, wenn ich jetzt Dönerfleisch von hier drin nehme, was direkt in dem Döner drin ist, weil das Fleisch möchte ich ja trotzdem auch zart haben und natürlich auch irgendwie ein bisschen knusprig, ein bisschen angeröstet, als dass dann irgendwie so Fettklumpen, schmierige da drin rumfliegen, so von der Konsistenz her, wo du dich dann richtig davor ekelst. Probieren wir mal eine Gabel von innen. Ja, jetzt war das Fleisch da. Auf jeden Fall nicht fettig, aber irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen trocken, obwohl da lauter anderes Geschmiere drumherum war. Bisschen fest, aber nicht knusprig, sondern das genaue Gegenteil von dem Stück, was man vorher hatte. Und du merkst aber diese Kräutersoße leicht, du merkst das Kraut, du merkst die Zwiebeln. Es ist alles ein bisschen unscheinbar. Ich meine, da steht ja auch ohne Konservierungsstoffe. Vielleicht ist das gesund, deswegen schmeckt es mir nicht, weil ich das ja nur mag mit Geschmacksverstärkern, mit Konservierungsstoffen, wenn das so künstlich und chemisch ist, dass du sagst, wow, das knallt rein, da brauche ich unbedingt noch mehr. Ist jetzt schwer zu sagen, ich weiß auch absolut gar nicht, wie ich das essen soll. Eigentlich kannst du hier die Gabeln immer so neben dir in den Mund stecken und hier von dem Stück abbeißen, aber da unten drunter ist ja auch nochmal Boden. Vielleicht sollte man das auch in der Mitte einfach mal durchschneiden und dann mal alles hier rüberschieben auf die eine Seite und das andere rüberschieben auf die andere Seite. Also ja, von der Handhabung her kriegst du erstmal gar keinen Punkt, weil Döner in die Hand nehmen, reinbeißen, so muss das bei mir sein. Ich weiß, es gibt auch genügend Leute, die essen ihren Döner immer mit der Gabel. Dann machen die sich den auf, holen alles raus, dann bleibt das Brot übrig, dann schmeißen die das Brot sogar noch weg, weil sie sagen, da ist ja nichts mehr drin. Das musst du jetzt mit Messer und Gabel essen. Aber eigentlich brauche ich jetzt hier oben den Klumpen nicht, hab den aber. Dann hab hier unten der Boden, der ist halt weich und schmierig. Während das obere, die Haube, halt fest und trocken ist. Eben hast du gesagt, so trocken ist es gar nicht. Genau, deswegen müssen wir jetzt mal hier probieren, wo jetzt noch der untere Boden mit dran hängt. Also geschmacklich kann man es auf jeden Fall essen. Das muss man dem gut schreiben. Und es scheint ja auch wohl eine gesündere Alternative zu sein. Dann ist es industriell alles hier an der Maschine gefertigt. Da kann nicht der Dönermann einfach mal reinhusten oder hat einen falschen Tag. Jeden Tag schmeckt der Döner anders beim Dönermann. Das Ding schmeckt bestimmt immer gleich, beziehungsweise je nachdem, wie du es zubereitest. Ich habe jetzt hier noch eine schöne Portion übrig. Ich weiß leider den Preis gerade nicht, aber günstig wird das auch nicht sein. Ich denke mal, ich bleibe beim klassischen Döner von der Dönerbude. Wer da keinen Bock hat und sich auch am Sonntag einfach zu Hause auf dem Sofa, ohne das Haus zu verlassen, mal einen Döner gönnen möchte, der kann sich das Ding ja mal holen. Eigentlich schmeckt es ja wie ein Döner, also eigentlich ist es ja genau das. Das mit dem Boden irritiert mich nur ein bisschen. Und dass das Fleisch gerade so erst so weich war, dann so hart war, das alles so komisch. Und bei dem anderen siehst du, das wird schön abgeschnitten bei dir vor der Nase. Du kannst da zugucken, das wirkt dann schon saftig und lecker. Jetzt nehmen wir mal unsere
Dana Kill Hot Sauce von Marke Bauer, die es, glaube ich, so halt nicht mehr gibt, weil die dann entweder waren die Angaben falsch oder sie war zu scharf, dass sie jetzt eine abgeschwächte Version davon in den Shop gebracht haben. Wir packen uns jetzt da mal was hier drauf und essen noch ein bisschen von dem Döner. Da kommt auch jetzt hier, zack, ein Klumpen hin. Da die Vorsicht, nicht mit der Nase ran. Okay, die Soße pimmt das Ganze noch mal ein bisschen auf, meiner Meinung nach. Jetzt brennt mir hier der ganze Mund. Und da zu diesem feurigen, zu diesem scharfen, zu diesem würzigen, weil ich fand ihn ja etwas langweilig vom Geschmack, jetzt habe ich eine richtig schöne Würze da durch die Soße. Und jetzt habe ich auch das Kraut und die Zwiebeln, das Brot, das Fleisch. Ich finde, das kombiniert sich gerade richtig gut, sodass das gerade mega angenehm ist zu essen. Man macht sich jetzt auch gar keine Gedanken mehr über den Rest. Aber ich glaube, nochmal würde ich es mir nicht holen. Nochmal brauche ich das nicht. Die Soße kann ich mir direkt auch auf einen richtigen Döner machen, den du so an der Ecke kaufst. Da ist es auch persönlicher. Der Dönermann freut sich immer, wenn ihr vorbeikommt und seinen Döner isst und nicht den von den anderen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr den schon mal gesehen? Habt ihr den schon mal probiert? Den Döner-Bug von Alzorro. Ich muss nochmal, ich habe hinten drauf gelesen, da steht die Firma nochmal drauf. Das heißt wirklich Alzorro. Oben kannst du es nämlich nicht lesen. Ach nee, Alzorro. Alzorro. Von der Firma Alzorro. Obwohl das hier aussieht wie F, weil ein Strich durch ist. Aber das ist noch vom A und das andere ist ein R. Riesengroß, soll aber ein kleines sein. Ist ein bisschen komisch. Das ist Alzorro und Döner Bug. Das war's von meiner Seite aus. Also probiert's mal. Ich würde es nicht nochmal kaufen, aber an sich ist es eigentlich doch okay. Sinnloses Urteil. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal und ciao. Also jetzt als abschließendes Feedback bei dem Video muss ich trotzdem eigentlich sagen, es war ganz gut und hat interessant geschmeckt. Gerade mit der Soße noch dazu, weil ich gemerkt habe, ich bin ja immer zu hin und her gespannt. Nix. Ach, ganz okay. Doch nix. Ja, jetzt wird's langsam. Jetzt hat's mich überzeugt. Ach nee, will ich doch nicht nochmal. Total hin und her gerissen. Deswegen macht euch am besten ein eigenes Bild. Und je mehr ich gegessen habe dann davon, desto besser fand ich's auch. Pupsi hat auch gesagt, 6 Euro hat das Ding gekostet. Mittlerweile weiß ich's. 7 Euro? Ja, dann lieber halt vielleicht einen normalen, frischen Döner vom Dönermann des Vertrauens, persönlicher. Aber wer keinen Dönermann des Vertrauens kennt, weil er misstrauisch ist und schon immer mal Döner testen wollte, probiert mal das. Das ist auch gut. Adi Schatz, alles Gute. Das war's aber jetzt wirklich mit dem Video. Ich bin nackt, weil wir waren gerade im Schwimmbad und tschüss.